Nachdem wir uns ja schon mal die Lagavulin Distillers Edition genauer angeschaut haben, aus 2022, auch ohne Altersangabe, kommt natürlich jetzt der nächste rauchige Kandidat hier auf den Tisch, und zwar die Talisca Distillers Edition 2022. Was das Ding genau kann, das schauen wir uns am Intro an. Los geht's, Kinnas. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf der Isle of Skye unterwegs, habe für euch den Talisca, und zwar die Distillers Edition 2022 ohne Altersangabe, 45,8%, lecker gefärbt wie üblich und ja, wie gesagt, ohne Altersangabe ist halt schwierig, ne? Also war ja immer mit Altersangabe bisher, und jetzt hat man einfach sich beim letzten Jahr entschieden, aber bei der letzten Ausführung entschieden, wir lassen die Altersangabe mal weg. Guckt mal hier, das ist der Karton. Ne, hier so Marketing-Opferbuddel mal wieder. Sieht ähnlich aus wie der 25er Karton. Ne? Talisca 25 sah so ähnlich aus. Naja, auf jeden Fall hat sich an der Fasszusammensetzung jetzt nicht viel geändert. Wir haben wieder amerikanische, europäische Eiche. Wir haben wieder Amoroso-Sherry-Fässer drin. Amoroso ist eine Mischung aus PX und Oloroso. Und wir haben dann ein Finish in stark ausgekohlten Weißeiche-Fässern. Ja, Kostenpunkt, ich wollte eigentlich keine bestellen, und dann war aber der Preis einfach zu gut. Ich habe unter 50 Euro dafür bezahlt. Regulär liegt der aber so irgendwo um die 55 Euro, auch schon für 57, 58 gesehen. Aber das ist halt aktuell so der Preis, den man dafür hinblättern muss. Ja, Farbe, wie gesagt, kann nichts drum geben. Sieht zwar schön aus, aber ist leider gefärbt. Naja. Ah, hier steht sogar Amoroso Seasoned American Oak Casks. Ja, ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, der Lagavulin Distillers Edition war okay. War jetzt nichts Besonderes oder nichts, was dich besonders flasht, aber war halt auch wesentlich teurer als das Ding hier. Ne? Der kostet hier ja, wie gesagt, um die 50, 55 Euro. Ich habe jetzt unter 50 bezahlt, war irgendein Angebot. Ich weiß halt nicht mehr genau, wo ich das geholt habe, aber ich meine, da gab es irgendwie dann 10% Rabatt oder sowas, und dann war es so unter 50 Euro, und da habe ich gesagt, komm, ne, jetzt nimmst du das Ding einfach mal mit. Ne? Gut, also ich bin gespannt. Ich finde die aktuelle Entwicklung bei Talisca ein bisschen schwierig, zumindest wenn du auf den typischen Talisca-Geschmack stehst, denn ich finde, bei den neueren Abfüllungen geht es immer mehr Richtung Islay Whisky und nicht mehr Richtung, ich habe einen typischen Talisca im Glas, weil ich finde, du merkst einfach, dass so der Chili-Catch fehlt, dass es mehr in diese rauchige Zitrusnote geht, anstatt in diese rauchig-maritime Note, das, was Talisca halt immer so abgeliefert hat, ne? Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir gucken, was wir im Glas haben, und dann schauen wir mal, wie sich das Ding hier so entwickelt. Also los geht's, Kinnas. Also in der Nase hat er fast gar keinen Rauch mehr. Direkt am Handrücken packen. Ah, gut, am Handrücken kriegst du wieder Rauch. In letzter Zeit habe ich das so oft bei Whiskys. Gerade bei diesen, wo du halt Rauch schon gewohnt bist, wo du weißt, da kommt auf jeden Fall Rauch an, und dann riechst du dann, da kommt nichts. Und sobald du auf den Handrücken machst, also am Handrücken habe ich Rauch. Auch nicht so krass intensiv, aber ist halt schon da, ne? Oh Mann. Warum ist da immer weniger Rauch drin? Der hat so eine geröstete Paprikanote, finde ich. Ne, nimm mal so eine rote Paprikaschote und ne, röste die mal so richtig an auf dem Grill, dass die richtig außen so schwarz ist. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, gibt ja ganz viele, die dann quasi damit die Haut so ganz dunkel anrösten und dann quasi dieses Schwarz einfach abziehen und den Rest der Paprika dann verarbeiten. Ein bisschen Süße hat er auch dabei, aber es dominiert wirklich dieser gegrillte, verbrannte Paprika-Moment. Das ist wirklich intensiv Paprika-mäßig. Schiebt ein bisschen in der Nase, aber ansonsten kommt da jetzt nicht so der typische Talisca-Style. Ah, jetzt krieg ich so ein bisschen Zuckerwatte und Karamell. Manchmal hilft es echt, nochmal das Glas ein bisschen zu benetzen.
Aber es ist echt, also, wie gesagt, also Rauch finde ich da so beim normalen Riechen aus dem Glas, finde ich fast gar keinen Rauch. Dafür kriege ich halt echt diese gegrillte, geschmorte Paprika halt. Und dazu so ein Karamell-Zuckerwatte-Moment mit so einer leichten Süße. Aber nix so maritim oder wo du sagen würdest, das ist typisch Talisker, ne? Naja, vielleicht liefert er ja im Geschmack besser ab als in der Nase. Also, Slanja Kinders. Ja, ich würde sagen, sehr viel Schokolade, sehr viel Kakao vor allen Dingen. Ist echt so, hab so einen intensiven Backkakao-Moment irgendwie. Aber auch super viel Schokolade dabei. Kaum irgendwie so eine Frucht oder so. Ich kann irgendwo so eine schwarze oder rote Johannisbeere noch irgendwo greifen. Aber auch hier nichts Maritimes. Klar, der Rauch ist hier da. Ne? Also das, was wir vorhin an Rauch vermisst haben, ist hier im Geschmack auf jeden Fall total vorhanden. Macht auch, wie gesagt, den Mund so ein bisschen trocken. Aber ich finde es ein krass intensiver Kakaogeschmack. Also sehr krass. Also die Paprika zum Beispiel habe ich im Geschmack gar nicht mehr mit. Dafür habe ich halt jetzt echt viel Schokolade und Kakao. Aber auch hier ein Hauch von Chili Ketch. War wirklich nur so ein ganz kleines Aufblitzen, wo du merkst, okay, jetzt will er Gas geben, aber dann passiert nichts. Dann bleibt das einfach so. Schade. Prüf nochmal einen Schluck. Volle Fresse Kakao, echt. Backkakao, Zartbitterschokolade. Ganz leicht herbe Note dabei. Passt aber alles super gut zusammen. Also dieses Rauchige mit dieser... Ich würde eher sagen, es ist eine rote Johannisbeere. Es ist etwas säuerlicher. Es ist so ein bisschen... Ja, es ist so, es ist als wenn in dieser Schokolade irgendwie rote Johannisbeere drin wäre. Stell dir wirklich diese frischen, roten Johannisbeeren von diesem Rispen vor, iss mal ein und dann mit einem Stück Schokolade oder mit Backkakao im Mund. Das ist das, was du hast mit Rauch. Der bleibt auch sehr, sehr lange da, finde ich. Ne? Also der ist halt nicht süß. Also ist halt, wenn du halt gewisse Sherry-Noten da drauf schreibst oder gewisse Sherry-Fässer auf die Flasche drauf schreibst, dann denkst du halt, ja, der könnte jetzt irre süß sein oder sehr aufgeladen oder sonst was. Nee, ist hier überhaupt nicht. Der ist für sich... Selber stehend ist sehr gut, hat für mich aber mit Talisker echt fast nichts mehr zu tun. Also zumindest nicht mehr mit dem Talisker, was wir halt so kennen. Ich glaube, das ist ja generell meine Vermutung aktuell bei Talisker, die macht gehen einfach gerade einen neuen Weg. Wir wollen neue Leute kriegen, wir wollen neue Kunden vielleicht erreichen und die stehen vielleicht nicht auf diesem Talisker-Style. Und vielleicht sagt Talisker, komm, wir ändern einfach ein bisschen dran, dass es halt so ein Geschmack ist, der vielen schmecken könnte. Und wir wissen ja, Leute, ganz ehrlich, das Zeug, was von Eiler kommt, mögen wir alle. Und vielleicht entwickeln die sich halt so ein bisschen in diese Eiler-Richtung mehr. Aber wie gesagt, also für mich hat der mit Talisker nicht so viel zu tun. Da lobe ich mir doch immer noch den Talisker Portree, denn der ist meiner Meinung nach bisher immer noch unverändert. Und ja, den kann man sich auf jeden Fall holen. Lecker Ding. Schmeckt immer gut. Hat auf jeden Fall immer noch den Chili Catch. Da freue ich mich immer sehr drüber. Aber hier, es ist ein guter Whisky. Der schmeckt mir. Ich finde, der Preis ist okay dafür. Da kann man eigentlich nicht meckern. Schmeckt auf jeden Fall nicht nach einem jungen Whisky, auch wenn jetzt kein Alter mehr draufsteht, aber ich bin hier bei 4 Daumen hoch, auch wenn mich ein bisschen, ja, so ein bisschen so dieser typische Talisker-Moment einfach halt fehlt, ne? Aber wie gesagt, ich versuche das zu erklären, dass es da vielleicht einen Umbruch gibt und die sagen, wir entwickeln uns in eine andere Richtung. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt dran rieche, übrigens habe ich in der Nase auch nochmal diese
diese rote, leicht säuerliche Johannisbeere, ne? Ja, coole Nummer. Also, gerne euer Feedback in die Kommentare, wenn ihr die Buddel zu Hause habt, wenn ihr die aufgemacht habt. Ich finde, das ist ja eine der bezahlbaren Editionen von den Distillers Edition 2022. Wenn ihr ihn probiert habt, wie gesagt, schreibt mir gerne mal euer Feedback dazu. Ich würde mich freuen und lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch meinen Kanal supporten, direkt hier unten drunter bei Ko-fi, bei Patreon oder direkt bei YouTube als Kanalmitglied. Ab 4,90 € seid ihr dabei, könnt mich supporten, den Kanal supporten. Ich kann mir, keine Ahnung, neue Technik kaufen, neue Flaschen oder halt die Stromrechnung davon bezahlen. Ich würde mich freuen, euch dann bald in der Community begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friend, die Mr. Z.